Geil, geil. Hallo, ihr Farm-Enthusiasten da draußen. Kann es etwas Schöneres geben, als nach einem gewonnenen Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft mit einem Bierchen hier zu sitzen und dem Farmleben zu frönen mit einem guten Freund, nämlich Spinatpizza? Sag etwas, mein Freund, nach dieser wunderbaren Einleitung von mir. Du klingst echt motiviert. Ich glaube, das mit unserem Farm-Life wird ein voller Erfolg. Ja, man kann mittlerweile tatsächlich Stardew Valley im Koop spielen. Also bevor ihr euch irgendwie wundert, hä, eigentlich spielt der Typ das doch alleine. Ja, tue ich, aber ich spiele es auch gerne mit einem Freund zusammen. Fun Fact, das ist der zweite Versuch dieser Aufnahme. Wir haben tatsächlich schon mal eine Stunde aufgenommen, aber weil mein Rechner scheiße ist diese Aufnahme für die Tonne gewesen. Jetzt fangen wir nochmal neu an. Ich hoste also einen neuen Hof und erstelle einen neuen Charakter, der Das ist genau ja ein so dritter Hof. aussehen wird wie der Charakter, den ich vorher erstellt habe. Hoffentlich. Ich muss mir erstmal. Wie sah denn der nochmal aus? Ich glaube, ich weiß es noch. Mussten wir eigentlich irgendwas Besonderes bedenken oder konntest du einfach dann joinen, wenn ich gehostet habe? Konntest einfach joinen, glaube ich, ne? Hatten wir den ersten Test online gemacht oder? Ja, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht mehr sicher, ob das online war oder. Naja, wie auch immer. Wir werden es ja gleich herausfinden. Doch, ich glaube, der erste war online. Nur zu Ich muss mir testen. erstmal einen coolen, stylischen Typen hier kreieren. Haut, weiß ich gar nicht mehr, hatte ich glaube ich so. Hemd ist auch okay. Haut Das ist braucht man nicht. eigentlich auch alles okay. Wenn man zusammenspielt, ist es so, dass die zusätzlichen Spieler auch jeweils eine Hütte auf dem Hof haben. Und die kann man entweder alle zentriert in der Nähe machen oder eben separat. Und das werden wir separat machen. Die Gewinnspanne lassen wir normal. Und Oder man wir nehmen den Standardhof. Dass das nochmal klar ist. Stellt ganz am Anfang keine Hütten ein und baut gleich und lässt gleich welche bauen. Die Man sollen kann auch innerhalb von einem Tag fertig sein. das bauen lassen. Ja, dann kannst du selbst entscheiden, wo sie hinkommen. Okay. Der Hofname war Abfalleimer, richtig? Ja. Der Das ist berühmte mir. Abfalleimerhof. Er ist in aller Munde. Du kannst ihn ja auch umbenennen inzwischen. Also wir haben ja viele Namen zur Oh. Auswahl. Was ich bei Marc gerne geschrieben habe, ich hoffe, das weißt du zu schätzen. So. Ich habe ein Spiel gehostet. Und ich habe das Intro übersprungen. Das heißt, ich müsste eigentlich sofort im Farmlife drin sein. Abfalleimer Farm. Geil. Ja, wir haben es beim ersten Mal Freundlicherweise online zeigt uns das getestet. Spiel hier nochmal an, wie wir uns zu bewegen haben, wie wir rennen können. Aber rennen tun wir eigentlich immer. Oh, da kommt der unbekannte Farmer zu mir 48197 dazu. Und hier haben wir 41897, was? direkt mal unsere Pastinaken. Du hast Pastinaken erhalten. Geil. Ja. Gucken uns erstmal den Wetterbericht für morgen an. Das sind ja alles Sachen, die wir schon aus dem Solo-LP kennen. Morgen wird ein wunderbarer sonniger Tag. Und was sagen denn die Geister? Die Geister sind gut drauf. Wahrscheinlich, weil Spinatpizza im Spiel gejoint ist. Ja, so sieht der Hof hier am Anfang aus. Alles verwildert. Jetzt müssen wir uns mal auf die Suche nach Spinatpizza machen. Bist du jetzt hier unten? Nee, du bist wahrscheinlich genau da, wo du beim ersten Versuch auch schon warst, oder? Ich guck mal, ob wir uns treffen können. Wahrscheinlich. Ja. Und da ist jetzt die Hütte von Spinatpizza. Von dort aus wird er sein Territorium aufbauen, was natürlich dann im Prinzip unser Territorium ist. Bist du denn noch in deiner Hütte? Ich mach schon mal ein Ich. bisschen den Weg frei. Du Ah ja. machst deine Da können Sachen. wir gerade live sehen, wie er sich erstellt quasi. Kann ich deine Pastinaken klauen? Das Paket gehört jemand anderem. Schade. Ach, ist ja mal lustig. Ich kann in dein Bett gehen. Ich kann dich voll rapen und du kriegst es nicht mal mit. Was willst du in dem Bett? Das ist Warte doch mal. nix. Oh. Donk, 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 donk. Ich habe das Gefühl, gleich kein Fernseher mehr zu haben. Ich heiße dich willkommen. Hallo, warum kommst du? Lass mich raus! Das ist deine Einrichtung, du kannst sie doch nicht einfach zerstören, Junge. Du Dann musst sie gucke ich jetzt ganz Fernsehen. lassen. Gott. Okay, genug geärgert, ich gehe wieder Die raus. ersten 3 Stunden im Spiel sind um und wir sind immer noch nicht mal. Wie bewege ich noch mal den Fernseher? Dings klick, okay. Okay.
Also ich wollte die Wohnung eh umbauen, ne? Ja, okay. Ja, ich habe schon mal angefangen. Ich bin dabei nur deiner Vision gefolgt. Ja, die Vorteile des gemeinsamen Spiels sind ganz offensichtlich. Ich meine, man teilt sich jetzt, wie in unserem Fall, ein Portemonnaie. Das hat auch Nachteile. Zum Beispiel, dass man eben die Inventarerweiterung beide kaufen muss. Da reicht es nicht, wenn wir sie einmal kaufen. Das muss jeder für sich kaufen. Aber es hat eben auch Vorteile, weil wir A, am Anfang zum Beispiel doppeltes Saatgut kriegen und wir bekommen, glaube ich, auch, kriegen wir auch die doppelten Questbelohnungen. Ich weiß es nicht. Wir machen schon Quests. Das konnte ich irgendwie beim letzten Mal nicht genau herausfinden. Aber ein Vorteil zum Beispiel ist, dass wir ja auf die doppelte Menge an Energie zurückgreifen können und dadurch können wir dann natürlich auch pro Tag mehr an unserem Hof machen. Und man sollte sich das dann als Spieler auch gut untereinander aufteilen, was man macht, damit man da möglichst effektiv ist. Und Spinatpizza hat schon recht viel Stardew Valley gespielt früher, also es ist schon eine Weile her, aber das eine oder andere weiß er vielleicht noch. Und ich habe ja ein bisschen Erfahrung durch mein Solo-LP, obwohl ich da zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt aufnehmen, auch noch nicht so weit bin. Aber ich denke mal, das sollte reichen, um zumindest hier am Anfang ganz gut klarzukommen. Deswegen würde ich sagen, räumen wir hier erstmal so ein bisschen Zeug beiseite und dann können wir eigentlich direkt loslegen, unsere Pastinaken anzupflanzen. So, das Gras hier machen wir mal weg, damit wir hier unser schönes Feld machen können. Gibt es eine, du hast dich ja mittlerweile, ich habe das ja mitgekriegt, auch ziemlich gut eingelesen, auch was möglichst effektiv ist, was pro Tag, pro Wachszeit am meisten Income gibt. Und womit sollte man denn anfangen? Was sollte man möglichst viel anbauen am Anfang? Hast du da irgendeine erleuchtende Erkenntnis? Das ist über Monate her, ich hab's vergessen. Ich habe keine Ahnung, bau irgendwas. Gib auf jeden Fall jetzt schon die $500 aus und kauf dir irgendwas Cooles davon. Okay. Und gibt es eine besonders sinnvolle Anbauart? Soll man das so, wie du jetzt das machst? Du hast es ja sonst eigentlich immer anders gebaut. Sollte man die Felder so bauen, so wie du sie jetzt gemacht hast? Oder ist das egal? Also ich hätte jetzt gesagt, das ist, wie es optisch schön ist. Also später kannst du halt die Tools upgraden. Da sind halt so Dreierreihen. Oder je nachdem, was du gerade für ein Upgrade hast. Praktischer. Aber... Ah ja, stimmt, es gibt noch so machen, was du willst. Es gibt doch nachher auch zum Beispiel diese Sprinkler und die gibt es ja auch in höheren Qualitätsstufen. Und wenn man die in dieser ganz hohen Qualitätsstufe hat, dann ist es, glaube ich, schon sinnvoll, wenn man das so ein bisschen quadratisch auch macht, ne? Ja, da zumindest so, dass möglichst viel abgedeckt wird. So. Können wir am Anfang eine Vogelscheuche bauen? Nee, ne? Nee. Können wir ja eh noch nicht. Das können wir ja, glaube ich, erst, wenn wir Hofarbeit Stufe 1 sind oder so, oder Stufe 2. Also wenn wir da schon ein Level aufgestiegen sind. Ja. Ich denke mal, das ist für den Anfang jetzt nicht ganz blöd. Wir haben Montag, ne? Das heißt, wir können bei Pierre Samen kaufen. Ich kaufe da mal was. Oder beim Joja-Markt. Direkt eine Narzisse. Mit den Jojas werde ich mich nicht anlegen. Die können mir gestohlen bleiben, diese Bastardkinder. Diese kapitalistischen Schweine. Gemacht. Ich meine, gut, ich bin ein absolutes Konsumopfer, das muss ich jetzt mal zugeben. Aber, Oh. Was denn? Ich habe aus Versehen ein Geschenk gegeben, ich wollte nur mit einer Person reden. Ich gebe der jetzt ein Geschenk. Dann habe ich jetzt gerade... Ach du meine Güte, bist du sicher? Ja, bin ich. Hallo, du musst Waldes sein, unser Neuankömmling, ich bin Caroline. Caroline Channing. Oh, du bist nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber das ist okay, ich bin Jody. Wir müssen erstmal ein paar Leute anquatschen, das ist wie im Solo-LP. Man muss die alle irgendwie kennenlernen. Hier ist Vincent. Keine Scheiße. Hier ist der Arzt. Harvey oder wie der heißt, genau. Es ist mein Vergnügen, dich kennenzulernen. Ich bin Harvey, der Arzt der Stadt. Doktor, dem alle vertrauen. Willst du nicht gleich eine Urinprobe bei mir dalassen? Nein. Okay, Montag, der erste Tag. Sie sehen krank aus. Ziehen Sie mal die Hose runter. Genau, zeigen Sie mir bitte Ihre Brüste. Ich möchte sie abtasten. Es ist nett, dich kennenzulernen. So. Ja, ich frag dich natürlich, weil ich ein netter Mitspieler bin. Was sollen wir denn kaufen? Sollen wir Pastinaken noch dazu kaufen oder diese Bohnensetzlinge? Die eben, wie gesagt, mehrmals geerntet werden können. Aber dann wahrscheinlich weniger Income insgesamt geben. Oder sollen wir Kartoffeln kaufen? Was sollen wir kaufen? Meinetwegen kannst du die Bohnen kaufen. Die Bohnen kaufen? Okay. Du willst. Finde ich gut, dass du da so zustimmst. Man kann ja kaufen, was man will. In meinem Solo-LP war ich total verwirrt, weil da steht,
Wächst an einem Ranggerüst, steht da. Und da dachte ich, dass ich vorher so, so einen Stock brauche, den ich irgendwo kaufen muss, weil der ja auch auf dem Icon irgendwie abgebildet ist, um die Bohnen irgendwie aussehen zu können. Aber braucht man gar nicht, weil dieses Rangding dabei ist. Das war irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, ein bisschen doof. So. Steckst du sonst auch noch genug in deinem Hintern? Habe ich das vermisst? So. Hier muss man vorsichtig sein, die darf man nicht in Dreier reinbauen, weil man kann da nicht durchgehen, wegen dieses Stocks, der da drin rumhängt. Und deswegen sollte man die entweder so, also nur maximal in Zweier rein. Sonst kriegt man ein Problem, sonst kann man die nicht gießen. Und eine Saat, die man nicht gießen kann, ist eine dumme Saat. Denn, eine dumme Saat. Ja, denn die wird eine dumme Sau, ey. Die vertrocknet. Das ist halt nicht ganz so klug. So. Hi, Penny. Hi, Penny. Penny, Penny. So, wir brauchen ein bisschen Holz. Holz ist ganz wichtig. Die wichtigste Ressource eigentlich für den Start, abgesehen von Geld und Saatgut. Und Stein und Kohle. Und Harz. Und Kupfer. Naja. Und Opfer? Was? Ich stelle fest, dass mein Inventar voll ist. Das nervt mich. Jetzt schon. Konnte man ganz am Anfang schon eine Truhe craften? Ich glaube ja, ne? Ja. Dann ist es gleich das erste, was ich bauen werde. Ja, mit ganz viel Holz. 50, glaube ich. Ich habe 2. Ich hatte 3, dann habe ich 1 verschenkt. Die mochte mein Geschenk nicht. So. Dabei ist Holz so teuer. So, Holz ist echt teuer. Herstellung. Da haben wir die Kiste. Ich werf mal ein paar Sachen weg. So, erstmal Löwenzahn hier hingeschmissen. Wo stelle ich denn mal die Kiste hin? Ich stelle die erstmal wieder hier vorne hin. So, jetzt müssen wir dann nämlich einige Sachen reintun. Löwenzahn, also Ahornsamen tun wir da rein, das tun wir da rein. Diese Fasern tun wir da rein, das Harz tun wir da rein und den Löwenzahn schmeißen wir mal hier rein. Weil wir da nämlich immerhin ein bisschen Geld von kriegen. Und was Spinatplätzer und ich auch festgestellt haben, ist, dass man möglichst oft umherschauen sollte, um diese sammelbaren Objekte zu finden. Wie eben zum Beispiel am Strand diese Muscheln oder sowas, die schon mal ganz gut Income geben, nochmal am Anfang. Oder auch diese Frühlingszwiebeln oder Lauch oder sowas, was man da alles finden kann. Und deswegen gehe ich jetzt nochmal hier gucken. Es ist zwar schon Abend, aber bis wann musste man im Bett sein? Bis 2, glaube ich, ne? Ja, bei 2 wird man, desto besser. Ich glaube, bei 2 wird man dann ohnmächtig und dann wird über die Nacht nur die Hälfte der Energie irgendwie regeneriert und das ist natürlich scheiße. Auf jeden Fall nur ein Bruchstück. Das ist bei uns nicht ganz so schlimm, weil wir ja zu zweit sind, also wobei das bei dem anderen dann auch nur die Hälfte generiert. Ja, wenn einer verkackt, weil er aus Versehen in der Bar zu lange gezockt hat, weil da ja nicht die Zeit pausiert wird und man nicht wirklich aus dem Spiel rauskommt, dann haben beide verkackt. Ja, dann müssen wir beide uns wohl zusammenreißen, weil im Zocken sind wir ja beide gut. Was man auch noch sagen muss, ist, dass wir nur zusammen den Tag beenden können, was natürlich irgendwie logisch ist, weil es kann ja nicht sein, dass der eine Spieler schon im nächsten Tag ist, während der andere noch in der in der Vergangenheit rumhängt. Wenn der andere noch in der Zukunft ist. Ja, das wär witzig. Zukunft. So, ich gehe jetzt mal eben noch schnell zum Strand. Was machst du gerade? Ach, ich kann dich ja auf der Map sehen, ne? Steine abbauen. Ja, du bist noch auf dem Abfalleimerhof. Ach, ich liebe diesen. Oh, da, Moment. Da wäre mir jetzt fast ein Löwenzahn flöten gegangen. Ich fange schon mal ein bisschen dann aufzuräumen. Warum knackt meine Wohnung eigentlich die ganze Zeit? Das ist total merkwürdig. Temperaturunterschiede. Aha, ist das bei dir auch so, oder was? Ja, teilweise. Der Kühlschrank irgendwie knackt. Merkwürdig. Oh, es wird dunkel, ich gehe gleich mal ins Bett. So. Ach so, ungewohnt, vor 12 Uhr ins Bett zu gehen. Das ist total ungewohnt, sage ich dir. Aber ich habe hier direkt eine Muschel, eine Venusmuschel. Und die Miesmuschel. Und wir müssen hier für diesen Steg ja 300 Stücke Holz haben. Den wollen wir möglichst früh freiräumen, weil dahinter diese Korallen sind, die auch nochmal gut Geld geben. Das haben wir bei unserer alten Aufnahme nämlich auch so gemacht. Stirb, Gras, stirb. Wette, im Endeffekt ist bei unserer alten Aufnahme alles besser gelaufen als hier. Einfach alles. Es ist immer so. Ich kenne das. Ich habe mittlerweile oft genug Sachen doppelt aufnehmen müssen, weil irgendwas einfach nur scheiße war. Und
Ich weiß, dass es beim ersten Mal immer besser ist. Immer. Einfach immer. Es gibt keine Ausnahmen. Kannst du da was zu sagen? Du bist ja auch ein Let's Play Profi, der schon so viele Videos aufgenommen hat. Unfassbar. Wow. Ja. So, das schmeißen wir alles auch nochmal mit da rein. Und die Miesmuschel auch. So. Ich baue mir mal meine eigene Kiste. Ja, ist noch ein bisschen weit weg. Also wir wollen auf jeden Fall unser Haus, also wir wollen unsere Häuser miteinander verbinden und den ganzen Hof auch, das ist klar. Das soll hier nicht so getrennt bleiben, aber das dauert halt noch eine Weile. Ja. Ich glaube, bei unserem letzten Versuch, wie gesagt, da haben wir eine Stunde aufgenommen. Da waren wir gerade dabei, dass wir einen Weg rübergezogen haben und das sah eigentlich ganz cool aus. So, ich warte im Bett, weil es langsam 12 Uhr wird. Soll ich da nicht zu dir kommen? Können wir eigentlich in einem Bett schlafen? Das wäre interessant zu wissen. Ich glaube nicht. Können wir uns nicht blocken gegenseitig? Oha. Was haben wir denn hier alles bekommen? Ach, du hast die Frühlingszwiebeln weggesammelt. Ich habe mich schon gewundert. Natürlich. Die sind da ja immer. Deswegen, also. Hast du mich getäuscht? Du hast die guten anderen Pflanzen schon abgeliefert. Du kleiner Penner. Die brauche ich doch. Ich habe die Venusmuschel abgeliefert. So, was sagt denn der Wetterbericht? Geil, geil, es wird den ganzen Tag regnen, geil. Wenn du willst, kannst du heute mal Pflanzen kaufen. Hä? Habe ich die eine nicht gegossen? Hallo, ich bin gerade von einem Angeltrip zurückgekommen. Du solltest mal am Strand vorbeikommen. Ah, da ist der Angeltyp. Oh ja, ich muss dahin. Ja, Angeln haben wir ja auch gemacht. Ich muss angeln. Ich habe mal eine Idee. Du nimmst ja gerade auch auf, oder? Sicherheitshalber, ja. Willst du den Kram nicht auch auf deinem Kanal veröffentlichen? Ich meine, was spricht dagegen? Dann hat man deine Sicht auch noch. Ist doch ganz cool. Nee. Wieso? Ich kann ja dann auf dein Video verlinken, dann können sich die Leute das auch noch angucken. Mein Gelaber mit anhören, falls du das auch mit aufnimmst. Ich weiß es ja nicht, aber OBS tut das ja eigentlich. Nee. Komm schon, hab dich doch nicht so. Niemals! Du bist doch ein cooler Guy. Ein cooler Niemals. Dude. Können sich das live angucken. Live? Aber erst um diese Uhrzeit noch an. Streamst du gerade? Nein. Das Nein hat viel zu lange gedauert, mein Freund. Viel zu lange. Ach, wer ist das denn? Wir haben nicht unsere ganze Energie regeneriert, oder? Weiß ich nicht. Also, ich habe ein bisschen gearbeitet. Ich glaube nur 75%, weil es nach 12 war. Nee, ich habe wesentlich mehr gehabt. So gut wie ich aber glaube ich nicht. So. Ach, hast du dich bis zur Erschöpfung verausgabt? Nee, eigentlich nicht. Das ist der Grund, warum ich gerade so ein bisschen verwirrt bin. Aber gut, abgesehen von Holzfällen will ich auch diesen Tag eigentlich nichts mehr machen. Ja, Holzfällen wollte ich auch gleich noch machen. Und ich wollte noch zum Hafen-Typen. Stegmeister 3000. Was ich auch cool finde bei dem Zusammenspielen ist, dass man hier Stein- und Holzschilder machen kann, wo man dann eben Namen oder sowas draufschreiben kann. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und sowas wie das Pastinakenfeld. Das Pastinakenfeld, genau. Ich hatte dir ja gesagt, dass du heute Pflanzen kaufen kannst, ne? Ich wollte mir keine kaufen. Das meine ich aber ernst. Ich bin zufrieden mit meinem Pastinaken. Okay, dann kaufe ich mir was. Hallo kleines Mädel, dessen Namen ich vergessen habe. Yas. Willst du ihr nicht einen richtigen Hasen zeigen? Muss ich glaube ich nicht. Okay, schade. Du gehst ja zum Strand, oder? Aber ich muss auch zum Strand gehen. Nein, ich camp gerade noch ein paar Personen ab. Aber die kommen einfach nicht aus ihrem Haus. Ich brauche Aal, um es auf meine schmerzende Hüfte zu reiben. Oh Gott. Das ist das Ekelhafteste, was ich in diesem Spiel bisher gehört habe. ich kaufe mal ein paar Kartoffeln, ne? 6 Stück. Und 2 Pastinaken. So. Und wir haben kein Geld. Ja. Hallo, Mani. Wir haben bei der letzten Aufnahme schon festgestellt, dass wir in die Cutscene des anderen Spielers reinlaufen können. Das ist so ultra witzig. Aber anscheinend einseitig nur. Also ich in deine. Und dann lauf, hat das nicht ganz so gut geklappt. Lauf mal in meine rein. Ich bin gerade am Strand. Komm mal zum Strand gelaufen. Zum Steg da unten.
Ich muss mir erstmal die Angel krallen. Ahoi, Bürschchen. Hab gehört, es gäbe einen Neuling in der Stadt. Gut, dich endlich kennenzulernen. Da bist du. Siehst du mich eigentlich? Ich mit dem Quatsche? Das ist ja witzig. Ah, ich versuche immer noch ein wenig abzuschalten nach dem ganzen Monat auf der Salzgensee. War ein ziemlich großer Fang, hab eine Menge guter Fische verkauft. Endlich genug gespart, um mir eine neue Angel zu leisten. Hier, du kannst mein Alter haben. Mir ist es wichtig, dass du die Kunst des Fischens nicht, dass diese nicht in Vergessenheit gerät. Und hey, vielleicht kaufst du dann wieder mal was von meinem Laden. So geil, wie du da... Oh, du hast eine Sardine gefangen. Geil. Yeah. Du hältst Bambus. Keine Aal. Aber eine Aalige. Hier im Tal gibt's gutes Wasser, alle möglichen Fische. Oh Gott, war das schlecht. Oh ja, mein Laden ist jetzt wieder offen, also komm vorbei, wenn du Vorräte brauchst. Und ich kaufe auch alles, was du fängst. Wenn's stinkt, verkauft sich's bestimmt. Hoho, das hat mein alter Vater zumindest immer gesagt. Hohoho. Hast du schon versucht, deinen Penis zu verkaufen? Bohoho. Würdest einen guten Preis dafür kriegen. Aber ich war doch bei Duschen. Also ich find's gut, wenn mir die Leute schon was Gebrauchtes geben, dass es keine Unterhose ist. Das ist schon mal viel wert. So, hier haben wir diese komischen Würmer. Oh, ich hab einen Fernseher gefunden, aber ich muss was dafür wegschmeißen. Ach, so sehen die Würmer aus. Ich schmeiß Stein weg. Stein wegschmeißen. Okay. Jetzt weiß ich, worauf ich achten muss. Trilobit! Meine Würmer sehen ein bisschen anders aus. Ich habe die nicht erkannt, dass es Würmer sein sollen. Ah, der neue Bauer, den wir alle erwartet haben und dessen Ankunft viele Konversationen entfacht hat. Ich bin Elliot. Ich lebe in der kleinen Hütte am Strand. Es ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Danke. Das beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Hier liegt eine Venusmuschel, aber ich kann sie nicht nehmen, weil mein Inventar voll ist. Tu was. Ich renne einfach weg. Du, du Feigling! Elliot, Elliot. Oh, Elliot, 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 Elliot. Biam, 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 biam. Dum, dum, dum. Hey, ich bin Sam. Nett, dich kennenzulernen. Hallo, Sam. Sam, I am. Oh, der vierte Teil. Das wird so geil. Das ob wird... es nur was für Sam gibt, um Sam zu Sam zu machen? Hallo. Hallo. Schade. Gehst du zum Strand und holst die Venusmuschel? Vielleicht. Ich hab da auch noch Steine liegen lassen. 4 Stück. Ja. Ich hab hier meinen Pfad geschaffen. Ein Pfad? Ja. Oder ein Faden? Ein Pfad. Also nicht Pfad im Sinne von, da schmeckt Pfad, sondern Pfad im Sinne von, da kann man lang gehen. Ah, ein Pfad. Sag ja. Das doch. Wie der leuchtende Pfad in Lands of Lore. Also dem zweiten Teil. Hast du nie gespielt, ich weiß. Musst du aber. Kiko hat es auch gespielt, das heißt, du musst es auch spielen. So, 1, 2, 3. Nur weil eine Person Sachen spielt, muss eine andere Person das nicht ausspielen. Außer wenn sie ganz lieb fragt. Und noch eine eine Anchovy. Würdest du bitte Lands of Lore 2 spielen? Oh, aber ich hab's nicht. So. Das packen wir schon mal da rein. Also wir haben jetzt 87 Holz. Ich habe dich beim letzten Mal, glaube ich, schon gefragt, welche Wege du gerne magst. Und wir hatten uns, glaube ich, darauf geeinigt, dass wir den Pflastersteinpfad nehmen, aber den Holzpfad, wenn wir innerhalb von so einem Feld sind oder so. Ja, einfach wie es optisch gerade am besten passt. Also ich habe immer das Gefühl, dass die Pflastersteinstraße schon am besten aussieht. Aber wie gesagt... Ja. Hey, besuche besuche Gunther im Museum. Fisch, hör auf zu zappeln. Ich will dich fangen. Komm, danke. Hoffentlich ist das Museum noch nicht geschlossen. Wir beeilen uns mal. Oh, da ist noch einen, den wir nicht kennen. Wie heißt denn der noch? Oh, da ist deine beste Freundin, Pam. 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 Pam, I am. Hey, Kind, ich heiße Pam. Warum mag die... Warum mag die keiner? Ich verstehe das nicht. So schlimm ist die nicht. Das sagen sie alle. Ich finde George viel schlimmer. Der ist richtig schlimm. Der ist richtig nervig. Aber er ist auch alt. Ja, aber ich würde den gerne den Berg runterrollen lassen. Mit gelöster Bremse. Ja, ich auch. Aber nein.
aber... Entsetzlich, nicht ein einzelnes Stück in der gesamten Kollektion. Und da kommen wir. Was meinst du? Du hast etwas gefunden. Lass mich sehen. Ein Trilobit, mein Freund. Bemerkenswert. Es ist sehr alt. Ich würde es gerne genauer unter die Lupe nehmen, aber es gehört dir. Ach. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Würdest du eventuell neue Fundstücke spenden? Wir könnten bahnbrechende Entdeckung machen. Wenn du weiter spendest, schicke ich dir vielleicht den ein oder anderen interessanten Gegenstand. Na gut, klingt nach einem Deal. Denk drüber nach. Ich hätte auch gerne interessante Sachen. Ja. Aber leider bist du und deswegen hast du nichts. Ja. Ich habe nicht mal eine bessere Axt. Dem Museum spenden. Trilobit, du kommst dahin. Waldis hat dem Museum Trilobit gespendet. Das müsste bei dir auch angezeigt werden, oder? Ja. Geil. Ich kann zwar kaum lesen, aber ja. Oh, da ist der Schmied. Hi, ich bin Clint. Eastwood oder Barton? Egal. So, 175 Gold haben wir gerade zur Verfügung. Wahrscheinlich durch deine Fischerei oder so. Möchtest du jetzt endlich mal was kaufen davon? Kannst du eh nicht mehr, weil die Zeit vorbei ist. Kann ich ja nicht. Ist ja viel zu spät. Ja, und morgen hat Pierre noch nicht mal auf. Alles kaputt gemacht. Was? Der hat mittwochs nicht auf? Mittwochs ist Ruhetag bei Pierre, das weiß doch jedes Kind. Dann gehe ich halt in den Julia-Markt. Nein. Wir werden den Julias nicht in ihre dreckigen Kassen spielen. Natürlich. Ich töte dich, wenn du das tust. Günstig bei denen einkaufen und teuer bei Pierre verkaufen. Nein, das werden wir nicht tun. Nicht? Ab wann kann man nochmal in die Mine? Keine Ahnung, nach ein paar Tagen. Dritter oder vierter Tag oder so, glaube ich. Wenn dann der vierte. So, ich habe nochmal 3 Narzissen gefunden. Und da ist auch noch was. Was ist das hier? Wilder Meerrettich. Den brauchen wir doch, glaube ich, auch für diese Quest bei dem Gemeindehaus. Oder so. So, hier einmal durch. Dankeschön. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Es sieht gar nicht gut aus mit meiner... Oh je, oh je, oh je. Mit deiner... Oh je, oh je. Das lagern wir erstmal ein. Ich kann ja craften. Craften kann ich ja, ohne dass es mich Energie kostet. Hoffentlich, ja. Wir haben jetzt 21 Pflasterstraßen hier. Und wir wollen jetzt schon mal anfangen, hier so einen kleinen Weg zu machen. Zumindest hier, so. Ja. Sehr gut. So, dann haben wir das schon mal komplett, so. Und dann hier. Und ich finde, das ist eigentlich schon mal ein ganz guter Anfang. Besuchen wir mal unseren Freund Spinatpizza. Oh, ich habe Holz gefunden. Wie du hier schon alles weggepflügt hast. Wie hast du denn das gemacht? Ich versuche ein bisschen aufzuräumen, dass hier Platz ist. Das ist gut. Und das dann auch ein bisschen leer zu halten und so. Und cool. Ja. Kann ich in deine Truhe gucken? Tatsächlich. Da ich nicht abschließen kann, ja. Ich kann auch Sachen aus deiner Truhe nehmen. Theoretisch. Ich könnte auch deine ganze Truhe nehmen. Das wirst du aber nicht tun. Fisch. Oh. Aber ich kann mal reingucken. Oh, ein Brief. Ich komme. Kommst du zum Hafen? Wo kommst du denn? Ich weiß nicht, ich suche gerade noch einen Weg. Ach Gott, ich hatte doch gerade Sachen dabei, die ich verkaufen wollte. Hallo. Wo hab ich die jetzt alle in die Kiste gepackt? In meine Kiste? Nein. In meiner Kiste ist nichts. In meine Kiste, die ich eigentlich verkaufen wollte. Vielleicht auch in deinem Haus. Nee, die sind einfach verschwunden, die Sachen. Oh. Vielleicht. Wir müssen ins Bett. Ich wollte gerade ins Bett, ja. Ich komme da nur nicht ran. Warum nicht? Weil irgendjemand meint, rumtrollen zu müssen. Meinst du etwa, es ist ein Spieler von außen ins Spiel gekommen? Das kann gar nicht sein, oder? Level up!
Sammeln Stufe 1. Neues Herstellungsrezept Müsli-Riegel. Neues Herstellungsrezept wilde Saat und Bäume lassen manchmal Samen fallen. Sehr gut. Das habe ich mir gewünscht. Samen. Semen. Tag 3 im Frühling und es regnet heute, das heißt, wir müssen nichts bewässern. Großartig. Ja. Was machen wir denn mal heute? Wir machen so weiter wie vorher. Wir haben hier einmal unsere Bohnen, dann haben wir die Kartoffeln und die Pastinaken. Die müssten morgen ja eigentlich fertig sein. Und was ich in meinem eigenen Playthrough lange nicht bemerkt habe, ist, wie geil die Müsli-Riegel sind. Man braucht dafür eine Eichel, Ahornsamen und Kiefernzapfen, also im Prinzip die Saat von den Bäumen. Und man kriegt da eben einen leichten, schnellen Snack, um seine Energie oder sowas aufzubessern. Und das habe ich so lange ignoriert gekonnt, dass es mir fast peinlich ist. Mein Ziel heute ist es eigentlich, die 300 Holz zusammenzukriegen für diesen kleinen Steg da. Ja, okay. Wie viel hast du schon? Ich habe knapp 100, glaube ich. Ich muss mal kurz in die Kiste gucken. Du hattest, glaube ich, 78 Kiste. Oder so. 94, aber ja. 94, gut. Also das müssten wir heute eigentlich schaffen. Sehr gut, dann haben wir eine Eichel. Jetzt haben wir drei Eicheln, jetzt brauchen wir nur noch Kiefernzapfen. Dann können wir schon Müsli-Riegel machen. Ich habe Kiefernzapfen. Wie viele hast du? 1, 2. Das ist wenig. Du bist wenig. Noch. Wie kann ein Mensch wenig sein? Das frage ich dich. Du meinst, weil ich der Experte im Wenigsein bin? Ja, vielleicht. Ich sagte das Richtige. So, wir haben einen Kiefernzapfen gefunden. Geilo. So, wenig Holz man kriegt. Wir brauchen ja beide zusammen jetzt nur noch ca. 50, ne? Kriegt man nachher eigentlich mehr Holz? Also wird man da effektiver? Ich glaube nicht. Mengenmäßig glaube ich nicht, aber ich glaube von den Schlägen, die man braucht, oder? Ich glaube, du wirst einfach nur schneller und dadurch kannst du halt mehr machen am Tag. Okay. So. Nein, ich will die Angel behalten. Also ich habe jetzt nochmal 100 Holz gesammelt, das heißt, ich habe jetzt insgesamt 189. Weiß nicht, wie viel du hast. Und ich werde jetzt erstmal Müsli-Riegel craften. Dann crafte du mal. So. Meine Kraft. Meine Kraft. Ja. Und noch ein Baum weniger auf dieser Welt. Denk dran, für jeden Baum, den du fällst, musst du 2 neue sehen. Was? Ich dachte, für jeden Baum, den ich fäll, schenkt mir Krombacher eine Kiste. Nee, das ist gelogen, das stimmt nicht. Das stimmt, für jeden Quadratmeter, den ich fälle. Oder so. Ja, genau. Genau so kommt das hin. Irgendwie sowas wollten die doch machen. Ich hau erstmal vorbei. Nimm das Luft. Ich achse dich weg. So, ich hab 32 Energie nur noch. Dabei der Tag gerade erst angefangen. Oh, 85. So. Willst du die Brücke bauen? Ja. Hätte ich nichts gegen. Dann hol das mal hier aus der Kiste, falls eine Zwischensequenz kommt. Okay. Müsli-Riegel. Gut. So, wir holen uns dann mal unsere Bezahlung ab, dass er auf unserem Hof sein darf. Och, so heißt es heutzutage. So viel brauche ich aber nicht. Ein bisschen was kannst du behalten. Ja, ich wusste ja nicht, wie viel du brauchst. Ich lass dir mal 61 drin. Oh cool. Kann ich ja verbauen jetzt gleich. So. Dann nehmen wir den Rest aus unserem Inventar und dann können wir jetzt den Steg bauen. Geschwind springen wir dahin. Hallo. Zu dem geheimen Pfad. Hier lang. Da-da-dam. Oder den kurzen Weg, ich weiß nicht welchen Weg. Einen Weg. Weg. Der Weg ist das Weg, ja. Der Weg ist das Weg. Das Weg, jo. Das Weg, ey.
Sprichst du jetzt Russisch-Deutsch, nur weil Russland die nächste Runde erreicht hat? Nein. Ich bin einfach nur dumm. Ach so. Das ist auch die viel logischere Erklärung, weil ich kenne dich ja schon länger und